wurde 2020 angestochen. Ach du Scheiße. Ja, wenn zum Beispiel jetzt ich mich jetzt als eine Frau heute identifizieren würde, was würden Sie dazu sagen? Das ist Ihr Problem oder besser gesagt nicht das Problem. Übrigens, an diesem Drehtag hatte mein Kameramann damals leider keine Zeit. Also, na gut, bis ich ihm erzählte, mit wem ich vorhatte, ein Video zu machen. Jetzt hinter mir der Scheiße. Hector Panzer, bekannt aus Film und Fernsehen der Neuzeit. Aber einige fragen sich vielleicht dennoch, Hector wer? Fragen wir doch dazu einfach mal meinen besagten Kameramann. Jo, Aki, erklär doch mal bitte den Zuschauern, wer dieser Hector Panzer ist. Kurz und knapp. Hector Panzer und die gesamte Gruppe an Menschen, die dahinter steht, stehen hauptsächlich für eins: Kontroverse und Schamlosigkeit. Hector Panzer und die anderen sind mit Sicherheit kein gutes Vorbild, aber authentisch und dabei noch verdammt lustig. Die Dresdner Freundesgruppe rund um Max aka Adlerson und Elias aka Hector Panzer haben in den letzten Jahren auf den sozialen Medien immer wieder durch ihre, sagen wir, spezielle Art und Weise, Videos zu drehen, landesweit für Furore gesorgt. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, denn es gibt neben verschiedenen Zeitungsartikeln immerhin schon einen ganzen Dokumentarfilm über die Jungs. Nachdem ich auf meinem Weg nach Dresden wirklich unmoralisch oft geblitzt worden bin, fing der Tag erstmal mit einer kleinen Straßenumfrage zur mit Hector an. Was geht? Identitätspolitik. Identitätspolitik, Alter. Wir machen heute eine kleine Straßenumfrage. Habt ihr eine Minute Zeit für eine Frage? Wie würdet ihr reagieren, wenn ich sage, mein lieber Hector identifiziert sich als Frau? Soll vorkommen. Soll vorkommen. Ja. Na, gibt's. Wir haben einen Bekannten. Zwei Kinder haben wir, so altern wie unsere Kinder, und hat sich jetzt der Mann ist jetzt eine Frau. Okay. Darf ich fragen, wie das. Die Ehe ist kaputt. Die Ehe ist kaputt, perfekt. Oh, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, das mal zu hören, sowas. Und wie kam das überhaupt dazu? Können Sie das ungefähr. Die Minute ist rum. So schnell geht's. Das wissen wir eine so genau. Ich meine, er hat einen richtigen männlichen Beruf am Bau. Und der hat sich dann plötzlich mal als Frau gefühlt und dann ist er auch umoperiert worden und alles. Wow, was ist das für eine Schlange, Alter? Guck dir das mal an. Das sieht aus wie so zur Bank oder so. Impfzentrum oder was? Gibt's wieder Bratwürste? So ein Ding ist das. Ja, wirklich, die Inflation, die haut auf jeden Fall schon wieder völlig rein. Ja. Wow. Sparbuch von Oma noch abheben schnell und ins Kopfkissen stoppen. Richtig, das Sparbuch. Ja, den Banken kann man heute immer noch nicht vertrauen. Richtig. Aber du bist ein Antisemit. Stimmt. Da muss man immer vorsichtig sein hier. Banken sind heilig. Mhm. Der liebe Hector, der hat heute eine Frage an Sie. Ja. Und zwar, es geht um Identitätspolitik. Wie sehen Sie das, die Identitätspolitik? Wie sind Sie da so eingestellt? Wenn zum Beispiel jetzt ich mich jetzt als eine Frau heute identifizieren würde, was würden Sie dazu sagen? Ja, das ist Ihr Problem oder besser gesagt nicht das Problem, sondern wenn Sie sich da wohlfühlen, dann würde ich Ihnen das zugestehen. Wir haben es ja sogar in der Familie, sowas. Und wie sind Sie damit am Anfang umgegangen? Haben Sie da irgendwie sich Gedanken am Anfang gemacht oder haben Sie gesagt, ach, der macht das schon oder sie macht das schon? Oder? Ja, wir kannten ihn nicht so, weitläufige Verwandtschaft in Amerika. Nee, und nicht? Nee, in Esslingen. Ach so, zu DDR-Zeiten noch? Wir haben 10 Jahre in Amerika gelebt. Das ist ja. Naja, umoperiert, hat auch eine Freundin gehabt, die Freundin hat weiter zu ihm gehalten. Das ist ja eigentlich nicht typischerweise, trennt sich ja dann der Partner oder gehen dann getrennte Wege, aber die Variante, das hat funktioniert offenbar. Sehr interessant auf jeden Fall. Statement zur aktuellen Umfrage. Außen hier rechts rum, Richtung Postplatz marschieren wir da. Am besten marschieren wir. Die nennen es immer hier Nazi-Speech. Oh, Nazi-Speech. Hier bekommt man den Stempel, wenn man artig dreimal geimpft oder genesen plus getestet oder, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Also wenn man das nicht mit Humor nimmt, könnte man echt sich fragen, wo wir gerade sind. Ja. Richtig geraten. Wir sind im Frühjahr 2022. Der ein oder andere möge sich erinnern. Wie sagt man, so ein pinker Elefant sind wir hier. Ohne Maske, mit Mikrofonkamera. Ja, du Hector. Die Leute, die kennen dich hier. Guck mal, hier links, hast du den schon gesehen? Entschuldigen Sie, Sie müssen die Maske tragen beim Essen, wenn es geht. Beim Essen? Ja, genau. Dankeschön. Der war kurz davor, die Maske aufzusetzen. Geiler Typ. Über die Nase bitte die Maske, das wäre super. Danke. Okay. Ja, macht aber nicht. So, wo wollen wir jetzt lang? Sag nicht rechts. Nee, geradeaus. Angekommen in diesem Kaufhaus wurde es auch ganz, ganz schnell politisch unkorrekt, denn mich interessierte... Wie bist du eigentlich auf diese ganzen Thematiken aufmerksam geworden? Wann hast du so angefangen zu merken, was ist denn da los? Ich habe angefangen, über die ganzen Sachen nachzudenken, und zwar 2015, als die Grenzen wahllos geöffnet wurden. Und
Ich lebe ja schon in Dresden seit 98. Und ich weiß, wie diese Stadt hier vorher war und ich weiß, wie diese Stadt früher mit den Leuten hier war. Ich weiß, in was für eine Richtung sich das hier entwickelt hat. Sehe aber momentan, dass sich das in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt. Aber in eine Richtung, mit der ich nicht mehr so ganz einverstanden bin. Also sagen wir es mal so, Dresden hatte damals nie viele Migranten gehabt. Also du hattest damals Vietnamesen und Kubaner gehabt und so. Aber du hattest halt keine Iraker, keine Syrer oder wie auch immer, niemanden aus dem Orient oder wie auch immer, auch wenig. Nordafrika. Ja, Nordafrika fast gar nicht und so. Aber weil, ich muss jetzt mal sagen, bei den Kriminalstatistiken oder bei den Sachen, die hier in der Stadt passieren, sind es halt immer ausschließlich immer gewisse Gruppen, die da sehr stark vertreten sind. Das darfst du hier nicht sagen auf YouTube, na hör mal. Na hör mal. Ich habe natürlich auch schon Selbsterfahrungen gemacht. Ich wurde 2020 angestochen. Ach du Scheiße. Ja. Ich kann dir da mal ein Bild anzeigen von der Notaufnahme, ein bisschen hier lang. Alter. Ja, von einem Tunis. Aha. Und das alles nur, weil ich jemanden verteidigt habe, eine weibliche Person. Ja. So, und ich habe dafür halt dann den Stich gefressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da weiß ich echt nicht, was ich zu sagen soll. Aber das war dann, also musstest du ins Krankenhaus? Ja, ja, ich habe zu viel Blut verloren, der Krankenwagen musste kommen. Und ja, haben mich dann mit in die Notaufnahme dann gefahren. Dann hat die Chirurgin in der Uniklinik, also das, die war eine absolute Ehrenfrau. Das war eine Tschechin, die konnte übelst gut nähen. Also richtig krass hat die das gemacht. Die hat meine ganzen Hautfetzen hat die zusammen weggeschnitten und hat da perfekte Nähte gesetzt. Wahnsinn. So dass das halt immer, man sieht das sogar noch ein bisschen hier. War das am Kopf dann auch? Ja, also, ja, 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 ja. Gewisse Gruppen dort, aus, sag jetzt mal, aus dem linken Milieu, fördern das Ganze natürlich sehr. Denken aber halt wie 10 Meter Feldweg halt. So, was eigentlich wird, wenn diese Gruppen mal mehr werden oder mal Stadtteile übernehmen oder sich dann gewisse Sachen dann nicht mehr bieten lassen, daran denkt natürlich keiner. Und spätestens bei den Wörtern würden bei einigen die Hutschnur oder eben die Twitter-Bubble platzen. Ein Rassist, dieser Deutsch-Mosambikaner. Hast du da trotzdem schon mal irgendwelche Dinge an den Kopf geschmissen bekommen? Ja, klar, natürlich, natürlich. Sobald du eine andere Meinung hast, ist es scheißegal, ob du schwarz, gelb, grün, weiß, was du das immer. Aber in der Definition in den USA steht mittlerweile bei Rassismus teilweise drin, ja. Rassismus ist durch weiße Privilegien ein Verhalten, was von Weißen gegen andere Gruppen verwendet wird. Also du kannst sozusagen laut neuen Definitionen, laut politisch korrekten Definitionen, Rassist sein, nur mit der Hautfarbe weiß. Das ist sozusagen unser Privileg als Weiße. Ja, ich weiß nicht, was das zusammenhängt, und zwar mit den Kolonien früher. Man hat damals ja gesagt, der große weiße Mann, der kolonisiert das Land und tut sozusagen den unzivilisierten Völkern beibringen, wie man lebt und wie man zu arbeiten hat oder wie man sich ins Leben eins integrieren hat. Das ist halt durch die Kolonien damals. Amerika ist damals auch aus einer Kolonie entstanden. Die Amis sind nicht die Amis, da waren vorher früher Ureinwohner Indianer gewesen und andere indigene Völker. Die wurden ja in einer Zeit auch ausgerottet und vertrieben und man hat sie ja systematisch ausgelöscht. Vor allen Dingen die Briten, Briten mit ihrem Imperium. Aber die Briten, die haben ja sowieso den Salat, die dadurch, dass ja Englisch auch eine Weltsprache geworden ist, halt so fühlt sich halt die ganze Welt dann halt auch zu Hause dann. Also vor allen Dingen auch damals halt so, wo das so anfing hier mit Pegida und den ganzen Sachen, das weiß ich noch, 2014, so wo dann jeder dann gesagt hat, ja, ich bin bei Pegida, ja, du bist ein Nazi, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich gehe auf die Gegendemo zu Antifa, ja, das ist besser so, weil Antifa ist gut und Antifa ist links und wir sind weltoffen und tolerant. Aber dieses weltoffen und tolerant, das ist einfach nur ein Deckmantel. Das ist, was dort betrieben wird, ist Faschismus pur. Faschismus hat so viele Facetten und so viele Masken und so viele Gesichter. Guck mal, ich kann auch zu jemand anders hingehen und sagen, hier, wie ist deine Meinung, so den und den. Ich würde sagen, klar, cool, deine Meinung zu hören und so. Ich sehe es halt anders, aber ich akzeptiere deine Meinung halt so. Weißt du, du siehst das so, ich sehe das so mit meinen Fakten. Aber ich würde den jetzt nie niedermachen oder sagen, so, mit dir will ich ja nichts mehr zu tun haben oder hier, zieh aus der Stadt. Ja. Ja, Junge, du musst wegziehen oder dein Genick bricht. Querdenker raus aus den Kiezen, irgendwie sowas haben wir in Berlin. Ja. Ach, guck mal, das ist der Autokorso. Weiter so. Jawohl. Dieses Land wurde gegründet und regiert, also BRD, von Lobbyisten. Also dieses Land hier ist Lobbyismus pur. Ja. Hier haben große Konzerne, NGOs natürlich, das Sagen und die schicken natürlich ihre Läufer und die Läufer schicken ihre Läufer und die Läufer überwachen die anderen Läufer, dass sie das richtig machen. Also eine riesige Pyramide ohne Ende. Ja. War es ein Rockefeller oder ein Rothschild, der meinte, mich interessiert nicht, wer die Gesetze in einem Land schreibt, sondern wer die Verfügung über das Geld hat. Ja. Und da kannst du dann die Entscheidung drüber treffen, das ist ganz einfach. Beste Beispiel, die Zentralbank, die sind doch alle im privaten Besitz. Ist ja, eigentlich gehört sich sowas überhaupt nicht, eine Zentralbank im privaten Besitz. Das heißt, derjenige, der sie privat besitzt, verfolgt natürlich ein Interesse, dass das natürlich dann auch alles so läuft. In den Staaten, dort, wo die Zentralbank tätig ist mit ihrem Geld und ihren Währungen, das ist doch
Klar, ja. Macht, ja. Macht und Interesse. Es ist theoretisch so simpel zu verstehen, aber vielleicht ist es auch, ist ja auch das nächste Argument. Unsere Theorien, die sind ja zu simpel, dass sie stimmen könnten. Weißt du? Wir können das ja alles gar nicht verstehen. Wer sind wir, um das beurteilen zu können? Wir müssen doch den Experten vertrauen, dieses Expertenhörige. Genau, diese Experten, die auf der Gehaltsliste von denjenigen stehen, die dann das vorgeben, was sie zu tun haben. Ja. Richtig, richtig. Das ist doch super, oder? Das ist ein tolles Konzept, Alter. Wirklich, das ist super. Ich kann dir auch mal ein paar Experten vorstellen. Eine Karl-Lauterbach-Fangruppe auf Facebook, wo drin stand, ja, alles, was der Lauterbach bisher vorausgesagt hat, stimmt und deswegen wollen wir hier unterstützen. Ich weiß auch, meine Voraussage stimmt, aber der wird keinen glücklichen Zahnarzt haben, wenn er da mal seinen Mund aufmacht. Herr Lauterbach sollte vielleicht mal einen Besuch beim Zahninspektor machen. Kennst du da wen oder wie? Hast du schon mal von einem Zahninspektor gehört? Ich weiß nicht so ganz, aber ich glaube, das soll ganz nett sein und soll sich gut um Zähne kümmern. Findet man den irgendwo auf Instagram oder was? Ja, einfach Zahninspektor eingeben, ohne irgendwelche Zeichen. Ja, wow. Ja. Klingt nach einem sympathischen Kerlchen. Ja. Schaut doch mal vorbei. Und Inspektor bitte mit K. Ja. Sehr geil. Hey, freut mich, dass du heute dabei warst, mein Lieber. Geile Nummer. Vielen Dank an den Zahninspektor aka Hector Panzer oder einfach Elias, den wir heute etwas näher kennenlernten und seine Hintergründe sowie Motive. Das Edelstoff, das knallt ein bisschen mehr, das haben wir immer freitags gesoffen nach der Spätschicht. Direkt aus Dresden dokumentieren konnten. All die Kriegspropaganda, das Geschrei, die Lügen und der Hass kommt immer nur von den Leuten, die nicht kämpfen müssen. Damit hat George Orwell wie so oft alles gesagt. Und genau diese weise Erkenntnis könnt ihr ab sofort auf der Brust in die Welt tragen. Ihr findet das neue Friedensmotiv auf ketzerderneuzeit.com. Mit einer Bestellung kannst du aktiv die Arbeit hinter diesem Kanal unterstützen und mit dem neuen sonntäglichen Rabattcode Problem 10 kannst du dabei auch nochmal entspannte 10% sparen. Vielen lieben Dank. Bei der Gelegenheit schreib gerne mal in die Kommentare, mit wem du als nächstes ein Video sehen möchtest. Daniel Ketzer oder was? Guck mal, Daniela Ketzer.